Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ich hier bin. Ich habe einen kleinen Vortrag vorbereitet, der sich daran aufhängt, dass die Süddeutsche Zeitung gestern geschrieben hat, dass Deutschland bei der G20 aufs Spielfeld geschubst wurde, und zwar gerade bei der Gesundheitspolitik. Und deswegen habe ich das so ein bisschen mal als Aufhänger genommen, weil ich diesen Begriff aufs Spielfeld geschubst zu werden ganz interessant fand und versuche so ein bisschen das auch mit den Entwicklungen in Afrika in Verbindung zu bringen. Wir hatten ja weswegen Deutschland hier geschubst ist, hat damit zu tun, dass bisher man eigentlich nicht davon ausgehen kann, dass in Deutschland das Thema globale Gesundheit eine wesentliche Rolle gespielt hat. Manchmal hat man den Eindruck, es ist gar nicht bekannt, was damit gemeint ist, und es hat eigentlich erst sich geändert mit der Ebola-Krise. Seitdem gibt es ein bisschen mehr Verständnis, dass es vielleicht Sinn macht, globale Gesundheitspolitik ernst zu nehmen und auch ein bisschen mehr Geld. Aber die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, hat das Ziel, mit 0,1% des Bruttoinlandsprodukts, dass sich die Länder zu beteiligen. Da hat es Deutschland mitnichten unter den führenden Kräften, sondern vor allem Großbritannien und die USA. Wir haben weniger als ein Drittel dieser Anforderung bisher erfüllt. Und es zeigt, glaube ich, dass auch zumindest in der Vergangenheit das Thema globale Gesundheitspolitik keine große Rolle gespielt hat. Das sieht man übrigens auch an anderen Bereichen, wie im Bereich der Forschung und der Ausbildung. Das gibt eigentlich nur wenige wirklich renommierte Public Health Schulen, und die sind auch in den USA oder in Großbritannien. Und dann können Sie sich vorstellen, wenn jetzt der G20-Gipfel stattfindet, in einer Zeit, wo sich gerade die Hauptakteure in diesem Bereich in Nationalstaat des letzten Jahrhunderts zurückentwickeln oder auch bei Ideologien der Vergangenheit wieder ankommen, welche Auswirkungen das auf eine globale Gesundheitspolitik haben kann. Die Trump-Regierung in den USA zum Beispiel hat für das UN-Familienplanungsprogramm die Mittel gestrichen, und das heißt, dass der ganze Bereich von reproduktiven Rechten, gerade auch von Mädchen und Frauen, aber auch die Frage von Mutter-Kind-Gesundheit wirklich wieder in den Hintergrund gedrängt wird. Und die Frage natürlich ist, wenn die USA aus solchen Bereichen der multilateralen internationalen Politik aussteigen, was das eigentlich für die anderen Länder bedeutet, für die WHO-Finanzierung als auch für andere UN-Organisationen, sehe ich da echt schwarz. Trotzdem ist es auch diesmal so, das muss man, hat man auch auf dem alternativen G20-Gipfel gesehen, dass mit den G20-Treffen doch einige Erwartungen verbunden sind. Die sind immer sehr hoch. In der Vergangenheit, das kann man auf jeden Fall feststellen, und es gilt ja nicht nur für die Gesundheitspolitik, war es aber so, dass das G20-Papier in der Regel sehr geduldig ist und die Enttäuschungen, die sich über die Vereinbarung ergeben haben, immer sehr umfassend. Und wenn jetzt Deutschland in dieser Situation auf die internationale Bühne geschubst wird, dann muss man sich natürlich fragen, inwieweit sind wir dann eigentlich hier auch als in Deutschland auf eine solche Rolle unter Umständen vorbereitet. Und dann kann man sagen, ja, okay, Deutschland hat dafür gesorgt, dass auf die Gesundheit auf dem Thema, der Thema auf dem G7-Gipfel war. Es war auch, ich finde, höchste Zeit, dass sich der G20-Gipfel mit dem Thema Gesundheit befasst. Und es gibt zum ersten Mal, das ist sicher erstmal zumindest formal positiv, eine Berliner Erklärung der G20-Gesundheitsminister, die ziemlich ausführlich ist und der eine ganze Reihe von Themenstellungen angesprochen werden. Das eine ist das Gesundheitskrisenmanagement, das ist natürlich eine Folge von Ebola. Das zweite ist Thema Aufbau von Gesundheitssystemen weltweit. Und das dritte ist der Umgang mit Antibiotikaresistenzen. Und ebenfalls, was ja auch erstmal positiv ist, ist, dass schon vereinbart wurde, dass man das Thema Gesundheitspolitik auch in Argentinien beim G20-Gipfel fortsetzt und dass man auch die Nachhaltigkeitsziele, und das ist für mich eigentlich die Hauptbotschaft, dass die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen mit der Agenda 2030 auch sozusagen nochmal unterschrieben und anerkannt werden. Das alles sind löbliche Vorhaben oder löbliche Sätze, aber in Wirklichkeit muss man doch relativ großen Zweifel daran haben, dass hier wirklich Grundsätzliches passiert. Der erste Punkt, Gesundheitskrisenmanagement, ist der Auslöser, die Ebola-Krise 2014 gewesen. Man hat dann festgestellt, dass es in den betroffenen Ländern zu wenig Gesundheitspersonal gibt, dass es keine Ausrüstung, dass es keine wirklichen Gesundheitssysteme gibt und dass ein schnelles Krisenmanagement, was eben gerade bei Infektionskrankheiten ja wesentlich ist, nicht vorhanden war.
Das wusste man natürlich vorher, das hat nur vorher keinen interessiert. Das fing nur an, das Interesse der Weltgemeinschaft zu erregen, als klar war, dass man es hier mit einer Infektionskrankheit zu tun hat, die keine Grenzen kennt, was übrigens, Klammer auf, für alle Infektionskrankheiten gilt. Und, aber in dem Moment durch die tödliche und auch die Art und Weise, wie Ebola sich deutlich macht, hat man beschlossen, dass man jetzt aktiv wird und das Thema Gesundheitskrisenmanagement auf die Tagesordnung setzt. Das Einzige, was bisher wirklich essentiell in diesem Bereich passiert ist, dass tatsächlich die Frage, ich kann im Rhythmus mitsprechen, dass die WHO, die ja sehr versagt hatte in dieser Phase, einen Reformprozess in Gang gesetzt hat und wir jetzt natürlich schauen müssen, inwieweit das sich weiter auch wirklich umsetzt. In dieser Berliner Erklärung der G20, das ist immer so, wenn ich auf Afrika-Festen reden halte, dann wird immer in dem Moment, wo ich anfange, die Musik laut. Aber ich versuche mal trotzdem weiterzureden, weil... Dabei glaube ich, dass dieses Festival gar nicht von Ihrem politischen Gegner finanziert oder gesponsert wurde. Ja, das kann ja auch gut sein, wenn man nicht weiterreden lässt. Vielleicht überzeuge ich ja durch Nichtreden mehr Leute als durchs Reden. Nee, kein Problem. Wie gesagt, in dieser Berliner Erklärung ist jetzt zumindest angestrebt, dass man die WHO weiter stärkt und zwar auch als weltweites Netzwerk, das, und zwar im Bereich Infektionsschutz, Prävention und Vorbereitung und Reaktion, aber auch im Zugang zu Arzneimitteln, zu Diagnostika, Impfstoffen, Infrastruktur und Personal. Wie gesagt, sind alles hehre Ziele. Wenn man sich anschaut, wie die WHO-Finanzierung, auch dort sind die Briten und die USA im Moment, wie gesagt, starke Finanziers. Wenn die Finanzierung nicht sichergestellt wird, dann wird es ein Riesenproblem. Und deswegen sehe ich auch gerade die G20-Länder insgesamt, also nicht nur Deutschland, in der Pflicht, tatsächlich hier auch einen finanziellen Beitrag zu leisten. Man wird sehen, ob sie das tun oder nicht. Ich zweifle da eher dran. Bezogen auf Afrika gibt es noch ein weiteres Problem, was die WHO-Finanzierung angeht. Im Moment ist es so, dass 40% der Finanzmittel, die auf den afrikanischen Kontinent gehen von der WHO, gebunden sind an die Bekämpfung der Kinderlähmung. Die steht ja kurz vor der Ausrottung und 40%, wie gesagt, der Mittel der WHO ist die Finanzierung der Impfkampagnen gegen Polio. Das heißt, wenn es tatsächlich jetzt, was ja sehr gut wäre und worüber wir uns sicher alle freuen, wenn Polio tatsächlich ausgerottet werden würde, dann ist natürlich die Frage, wo kommen dann die 40% Finanzierung der WHO her, die praktisch einen wesentlichen Teil der Finanzierung in Afrika ausmachen. Das ist ein weiterer Punkt, der da direkt dazu gehört. Die Impfteams, die gegen Kinderlähmung impfen, sind weltweit eigentlich entsprechend des öffentlichen Gesundheitsdienstes hier bei uns ausgebildet und organisiert. Und die Frage ist, inwieweit können denn diese Impfteams tatsächlich auch schon in Gesundheitssysteme überführt werden, die man ja vor Ort dringend braucht? Auch das ist eine völlig ungeklärte Frage, sodass wir im Bereich globaler Gesundheitspolitik befürchten, dass mit der Ausrottung von Polio, wie gesagt, einen positiven Effekt unter Umständen weite Teile der bisher existierenden Strukturen zusammenbrechen könnten. Der zweite Punkt, der auf G20 angesprochen wird, ist tatsächlich die Investition in Gesundheitssysteme, wobei die Erklärung hier sehr, sehr luschig ist. Ich lese sie mal vor. Wir erkennen an, dass starke und widerstandsfähige Gesundheitssysteme zu einer allgemeinen Gesundheitsversorgung, Universal Health Coverage, einschließlich der Absicherung gegen finanzielle Risiken beitragen. Das hört sich alles wunderschön an, ist auch irgendwie richtig, aber es hat auch in der Vergangenheit in diesem Bereich eben gar keine wirklichen Fortschritte gegeben. Was heißt denn eigentlich nachhaltige Gesundheitssysteme? Auch das ist leider nicht definiert. Ich finde, dass man die definieren kann als einen Zugang für alle Menschen, und zwar zur Prävention, zu einer guten Krankenversorgung, insbesondere zu vernachlässigten Tropenkrankheiten. Da komme ich gleich noch mal drauf. Dazu gehört aber auch natürlich der Zugang zu sauberem Wasser, zu Sanitäranlagen, zu Hygiene. Und dazu gehört natürlich auch eine nachhaltige Finanzierung von solchen Gesundheitssystemen, und zwar auf der nationalen als auch auf der lokalen Ebene. Und da wird diese G20 Berliner Erklärung leider sehr, sehr fluschig.
In den UN-Nachhaltigkeitszielen, finde ich, ist man sehr viel konkreter gewesen. Deswegen hatte ich eingangs gesagt, ich freue mich eigentlich, dass dieser Bezug hergestellt wurde zu den Nachhaltigkeitszielen, weil da heißt es zum Beispiel, wir verpflichten uns auf dieser großen gemeinsamen Reise, also Agenda 2030, die wir heute antreten, niemanden zurückzulassen. Das heißt, dass tatsächlich alle Länder und alle Menschen mitgenommen werden sollen. Auch da fragt man sich natürlich, ist das jetzt nur eine Vision, aber es ist auf jeden Fall konkreter. Und ich finde, dass sich dieser Elitengipfel, die G20 ja ist, auch das hinter die Ohren schreiben sollte, dass sie sind nicht die UN, aber sie haben eine Verpflichtung, weil sie zu den reicheren Ländern dieser Welt gehören und deswegen auch den haben, finde ich, auch afrikanische Bevölkerung oder auch in anderen Regionen der Welt den Anspruch darauf zu erfahren, was diese reicheren Länder vorhaben, für ein gerechtes Gesundheitssystem sorgen zu können. Ich finde auch, was auch ein wichtiger Punkt ist, der auch in dieser Erklärung erwähnt wird, wenn auch nur ganz kurz, ist der Schutz von humanitären Einrichtungen. Wir sehen ja immer wieder in Syrien, dass Krankenhäuser bombardiert werden. Und ich denke, dass man sehr viel stärker auch im Rahmen des UN-Systems solche Vergehen gegen die Menschlichkeit sanktionieren muss. MSF hat heute auch wieder gerade eine Presseerklärung gemacht, was sie an die G20 fordern. Und auch da ist es ein ganz starker Punkt. Es kann nicht sein, dass Menschen, die verletzt sind oder auf der Flucht oder krank sind, dann noch Bombardements ausgesetzt werden. Weil ich schon bei den UN-Nachhaltigkeitszielen war, alle UN-Nachhaltigkeitsziele haben irgendwas mehr oder weniger mit Gesundheit zu tun. Dazu gehört die Armut, dazu gehört die Bildung, dazu gehört auch der Klimawandel. Aber es gibt eben dieses Nachhaltigkeitsziel 3, gesundes Leben für alle. Und da heißt es, auch das möchte ich kurz vorlesen, ein gesundes Leben für alle Menschen, jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. Also es ist mehr als Krankheitsbekämpfung, wohlbemerkt. Und wenn Deutschland jetzt hier auf die internationale Ebene geschubst wird, wie es so schön hieß in der Süddeutschen, dann muss man sich doch fragen, ist denn Deutschland eigentlich vorbereitet, diese Rolle zu übernehmen? Die Frage zu stellen, haben wir eigentlich die Kompetenzen, die internationalen, die Fähigkeiten, das in anderen Ländern zu tun? Haben wir denn die Fähigkeiten, das überhaupt in unserem Land zu tun? Ich glaube nicht, dass wir so Probleme kriegen werden wie Obamacare, aber wir haben eine Zweiklassenmedizin, die dazu führt, dass ein Arzt für die gleiche Leistung beim Privatversicherten eine höhere Entschädigung, ein höheres Honorar bekommt. Wir haben einen ganz engen Zusammenhang zwischen Einkommen und sozialer Situation und der Lebenserwartung, auch der Erwartung gesunder Lebensjahre, was ich finde, was für ein reiches Land wie das unsere ein Skandal ist. Und man kann sich vorstellen, wie das in anderen Ländern aussieht. Wir haben völlig absurde Versorgungsprobleme, zum Beispiel zwischen ambulanten und stationären Bereich, weil die verschiedenen Gesundheitsberufe nicht zusammenarbeiten. Das ist auch eigentlich ein unhaltbarer Zustand, wenn man über Gesundheitssysteme spricht. Es gibt eine aktuelle Untersuchung, da steht Deutschland auf Platz 20, wenn es um die Qualität oder wenn es um die Todesfälle geht, die man durch eine gute Qualität von Versorgung hätte vermeiden können. Platz 20 für denjenigen, der jetzt auf der Ebene global aktiv werden soll, muss man sich wirklich fragen, ob wir genug Kompetenzen haben. Und ein Trauerspiel, wie ich finde, ist auch der Umgang mit Menschen, die zu uns geflüchtet sind. In unser Gesundheitssystem hat die Integration überhaupt nicht funktioniert bisher. In den ersten 15 Monaten werden sie überhaupt nur sehr, sehr eingeschränkt medizinisch versorgt. Wir haben große Probleme bei Kultur- und Sprachbarrieren, was insbesondere ein Problem ist, wenn wir die vielen Menschen anschauen, die auch auf der Flucht traumatisiert wurden, also entweder schon in ihren Herkunftsländern als Flucht, Grund, als auch durch die Flucht selber traumatisiert wurden. Die Ilona Kickbusch, die eine bekannte internationale Global Health Expertin ist, die hat gesagt, wenn Deutschland eine zuverlässige Stütze in der globalen Gesundheit werden will, muss es beständiger in der Einhaltung von Menschenrechtsstandards werden. Und das kann man im Bereich der Flüchtlingsarbeit sagen, dass das bisher wirklich nicht der Fall ist. Und das muss man auch adressieren, wenn hier Deutschland die große Rolle, auch wenn geschubst, spielen möchte. Wir haben einen weiteren Bereich, den ich noch ganz kurz erwähnen will, weil die
Impfteams zum Beispiel, das ist ja das entsprechend dem, was bei uns der öffentliche Gesundheitsdienst macht, diese ganzen Einrichtungen auf kommunaler Ebene sind in der Regel in Deutschland wirklich unterfinanziert, die machen ihre Pflichtaufgaben, aber dass sie eine wirklich wichtige Rolle auch auf kommunaler Ebene spielen könnten, um zum Beispiel soziale Ungleichheiten zu adressieren oder auch den Zugang zu allen möglichen Gesundheitsleistungen sicherzustellen, das ist aufgrund der aktuellen Situation bei uns tatsächlich nicht gegeben und es gibt auch, wie gesagt, kaum Ausbildungskompetenzen im Bereich Public Health. Deswegen sage ich, im deutschen Gesundheitswesen gibt es einen Haufen von Reformbedarf, sodass man eigentlich gar nicht davon ausgehen kann, dass Deutschland im Moment eine Vorbildfunktion hat, was das eigene System angeht, sondern wir müssen davon ausgehen, dass wir selber erstmal zeigen müssen, dass wir eine solche Vorbildfunktion haben könnten und es dann auch entsprechend an eigenen Markern, an eigenen Erfolgen oder eigenen Veränderungen auch nachweisen zu können. Der dritte Punkt, der eben auch in der Berliner Erklärung der G20 eine große Rolle spielt, ist das Thema Antibiotikaresistenzen. Und ja, es gibt wirklich, Antibiotikaresistenzen sind ein globales Problem, also sind nicht nur, aber auch armutsverbunden, aber sie sind eben global und stehen deswegen, wie ich finde, auch zu Recht auf der Tagesordnung der G20. Und zwar allein auch bei der Frage, wer muss eigentlich finanzieren, wer muss sich da committen, um voranzukommen. Krankheiten. Ja, ich bin gleich fertig. Ich muss noch mal einen Schluck trinken. Klar. Wir haben ja sehr viele Krankheiten, die mit Armut verbunden sind. Zum Beispiel der Fall Ebola zeigt, dass es gab über Jahrzehnte einen öffentlich entwickelten und geförderten Impfstoff, der wurde aber von der Pharmaindustrie nie übersetzt, weil es sich nicht gelohnt hat, von der Menge der Patienten her, aber auch natürlich, was auch übrigens für viele andere Krankheiten gilt, für andere Wirkstoffe, bei denen sich die Grundlagenforschung auf der einen Seite und dann die Überführung über klinische Studien in die Marktreife für die Pharmaindustrie nicht lohnt. Das nennt man das Tal des Todes und ich finde, dass das eigentlich wirklich einer der Bereiche ist, wo man auch die Pharmaindustrie adressieren muss. Ich finde das ein unethisches Verhalten, dass man in bestimmten Bereichen, nämlich da, wo gerade sehr viele, zum Teil auch sehr viele, nicht nur wenige Einzelne, sondern sehr viele Menschen betroffen sind, tatsächlich auch über ein klassisches Marktversagen die ganzen Jahre hinausgegangen ist. Das heißt, dass man tatsächlich auch eben die vernachlässigten Tropenkrankheiten wirklich viele Menschen in den Tod entlässt. Ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir zu einem internationalen System kommen und deswegen finde ich es richtig, dass es auf der G20 auf der Tagesordnung steht, dass wir zu einem System kommen, wo die Forschung und Entwicklungskosten entkoppelt werden von dem Preis des Endprodukts. Das fordern auch MSF und andere Organisationen, weil es hat den Vorteil, dass man nicht einzelne Produkte dann subventionieren muss, sondern dass man wirklich eine Voraussetzung dafür hat, Medikamente weltweit bezahlbar und richtig angewandt in Systemen auszugeben. Ich komme mal ein bisschen zum Schluss, weil ich ja schon gebeten wurde, würde aber gerne noch einen konkreten Punkt sagen, warum es auch nicht nur auf Deutschland ankommt. Wir haben in der Regel hier in Deutschland gute globale soziale und ökologische Standards, was die Produktion von Antibiotika angeht. Aber wir haben alle vor kurzem mitbekommen müssen, dass in Indien, in Hyderabad, die Antibiotika-Produktion, die Abfälle von dieser Produktion regelrecht antiresistente Keime züchten, weil diese Mittel in die Umwelt, in die Flüsse gelangen. Und ich glaube, dass das auch noch mal ein Punkt ist, wo Indien und China, die sind beide die verlängerten Werkbanken der europäischen Pharmaindustrie, dass auch die sich committen müssen, dass sie endlich im Bereich zumindest der Antibiotikaproduktion, wenn nicht in allen anderen Bereichen auch, sozialen und ökologischen Standards verpflichten. Ich glaube, dass die Notwendigkeit von einer multilateralen Menschenrechtspolitik und ich finde, dass Recht auf Gesundheit auch ein Menschenrecht ist, im Moment tatsächlich bedroht sind und als Trump und der Brexit sind nur einzelne Beispiele. Wir hatten mal eine wunderschöne Erklärung von Alma Ather, das war 1978, da habe ich gerade meine Ausbildung als Krankenschwester gemacht. Und da hat sich die UN verpflichtet, Gesundheit definiert als Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur des Freiseins von Gebrechen. Und dann hatte man sich Gesundheit für alle bis zum Jahr 2000 auf die
Feder geschrieben. Daraus ist, wie wir alle wissen, überhaupt nichts geworden. Und deswegen glaube ich, dass es jetzt, wenn G20 zu Ende ist, darauf ankommt, dass die Zivilgesellschaft, dass die Menschen auch in den betroffenen afrikanischen Ländern darauf drängen, dass tatsächlich jetzt auch konkrete Maßnahmen umgesetzt werden. Denn ich finde, dass es uns alle angeht, dass es alle Regierungen angeht, und auch die Verantwortung bei allen Regierungen liegt, sich auf den Weg zu machen, weil wenn Gesundheit wirklich ein Menschenrecht ist, dann gilt das eben in Afrika, in Deutschland und in der ganzen Welt. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Cordula Schulz-Asche, Bundestagsabgeordnete für die Grünen und dort auch im Ausschuss für Gesundheit.